Hallo, ich bin die Liv. Ich habe im letzten Sonntag im Café gearbeitet und habe auch sonst schon bei den Ferienspielen ein paar Mal als Betreuer und Hospitant mitgemacht. Vielleicht kennt mich ja schon der ein oder die andere. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr so eine Sterngirlande hinbekommt. Dafür machen wir selber Ton oder auch Kaltporzellan und formen natürlich die Sternchen und am Ende basteln wir eine Girlande daraus. Ich hoffe, ich kann euch damit vielleicht ein bisschen die Winterlangweile nehmen und wünsche euch ganz viel Spaß. So, ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr für die Sternengirlande aus Kaltporzellan oder selbstgemachten Ton braucht. Dafür braucht ihr erstmal die Zutaten für den Kaltporzellan. Das ist einmal Speisestärke, Natron, das findet ihr in Drogeriemärkten, ein Kochtopf, einen Löffel, eine Kordel, später um die Sterne aufzuhängen. Ausstechförmchen, da habe ich jetzt ja wie gesagt kleine Sterne. Da könntet ihr auch theoretisch andere Förmchen für nehmen. Noch eine Schüssel und ein bisschen Frischhaltefolie ist auch nicht schlecht, wenn ihr ein bisschen länger braucht, um den Teig zu verarbeiten. So, um den Teig für das Kaltporzellan oder eben den selbstgemachten Ton anzurühren, vermischt ihr die drei Zutaten, die da reingehören. Ich habe jetzt hier drin schon die 60 Gramm Speisestärke und die 125 Gramm Natron. Jetzt gieße ich noch die 85 Milliliter Wasser hinzu und rühre das Ganze um. Ich mache das gerade alles auf dem Herd, weil ihr das Ganze jetzt erhitzen müsst. Das heißt, am besten holt ihr euch einen Elternteil dazu, was guckt, dass ihr euch nicht verbrennt oder einfach vielleicht das Rühren übernimmt, weil das Ganze dann natürlich jetzt heiß wird. Ihr seht, dass es jetzt noch relativ flüssig ist. Und es wird jetzt durch das Erhitzen wird es immer fester. Und wenn es ungefähr die Konsistenz von Knetmasse hat, dann nehmen wir das Ganze vom Herd runter und tun das hier in unsere Schüssel, die wir schon bereitgestellt haben, damit wir es kurz abkühlen lassen können. Jetzt ist es wichtig, dass ihr die ganze Zeit dabei umrührt, damit nichts am Topfboden unten festbrennt. Wer möchte, kann jetzt auch ein bisschen Glitzer dazu machen. Das ist aber kein Muss. Ihr könnt auch später einfach die Sterne zum Beispiel anmalen oder im Nachhinein ein bisschen Glitzer mit Kleber festmachen. Ich mache es jetzt schon ein bisschen mit in den Teig rein. Und verrühre das jetzt schon mit. So, jetzt seht ihr, das hat ungefähr die Konsistenz wie Knetmasse. Jetzt könnt ihr das Ganze aus eurem Topf rausholen und in eine Schüssel zum Abkühlen tun. Lasst euch dabei am besten wieder helfen, weil das Ganze ja noch heiß ist. Während ich den nächsten Schritt vorbereite, decke ich das Ganze mit Frischhaltefolie ab, damit es nicht austrocknet. Es trocknet nämlich ganz schön schnell aus und lasse es noch ganz kurz abkühlen. So, jetzt könnt ihr euren fertigen Teig ausrollen. Ich mache das auf dem Backpapier, damit es nirgendwo festklebt und mache noch ein bisschen was von dem Natron drauf, damit sich das einfach im Nachhinein besser ablösen lässt. So. Ich nehme jetzt eine Portion von dem Teig, tue das hier drauf. Der ist jetzt noch so lauwarm, dann könnt ihr den gut verarbeiten. Ihr seht, der ist jetzt so ein bisschen wie Knete. Genau. Den rolle ich jetzt aus und den Rest lasse ich noch in der Schüssel abgedeckt, damit der nicht austrocknet. So, jetzt könnt ihr eure Sternchen ausstechen. Dafür nehmt ihr einfach eure Förmchen. Und die fertigen könnt ihr auf dem Backpapier liegen lassen zum Trocknen. Den Rest könnt ihr einfach wieder zusammenkneten und nochmal ausrollen. Und das macht ihr dann so lange, bis ihr den ganzen Teig
ausgestochen habt und für die Sternchen benutzt habt. So, das sind jetzt alle meine Sterne. Die sollten jetzt so ungefähr 24 Stunden am besten trocknen. Ihr könnt die zwischendurch einfach mal anfassen, ob die vielleicht schon hart geworden sind. Und es ist auch gut, wenn ihr die vielleicht mal umdreht, damit die von beiden Seiten gut trocknen können. Und ja, wenn die getrocknet sind, dann können wir die Sterne an der Girlande befestigen oder die Sterne noch weiter gestalten mit Acrylfarbe oder auch Wassermalfarben, das müsste auch funktionieren. Oder eben auch noch mit Glitzer oder Pailletten oder sowas bekleben. Je nachdem, wie ihr da Lust drauf habt. Ich habe die Sterne jetzt über Nacht trocknen lassen und jetzt sind sie alle fest geworden. Wenn eure noch nicht ganz fest sind, dann lasst sie ruhig einfach noch ein bisschen länger trocknen. Aber eigentlich sollte eine Nacht reichen. Das merkt ihr, wenn ihr die anfasst, dass sie nicht mehr feucht sind. Jetzt, um die Girlande fertig zu machen, brauchen wir unsere Kordel. Und eine Heißklebepistole. Lasst euch dabei auf jeden Fall von euren Eltern helfen. Ich lasse an der Kordel ein gutes Stück frei, bevor ich anfange, Sternchen drauf zu kleben, damit man die gut festbinden kann irgendwo. Und dann, das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht, will ich die Sterne in einem gleichmäßigen Abstand haben. Deswegen messe ich mir das jetzt aus und markiere mir die Kordel. Ihr könnt die auch einfach blind draufkleben quasi, aber ich will es ein bisschen akkurater haben. Das heißt, ich messe mir jetzt immer einen Abstand von so 10-15 cm ab, markiere mir das auf der Kordel mit einem Filzstift und gehe dann so weiter. So, wenn ihr fertig mit dem Markieren seid, könnt ihr anfangen, eure Sterne aufzukleben. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr die immer oben an der oberen Zacke, also da, festklebt. Weil wenn ihr die einfach in der Mitte festklebt, dann baumeln die so komisch rum an dein Gelande und hängen nicht alle so schön gerade. Genau, ich mache jetzt immer einen Tropfen Kleber auf den Stern drauf und dann drücke ich mir das auf die Markierung, wo ich mir die Kordel markiert hatte. Und das mache ich jetzt bei der ganzen Girlande so. Wenn ihr die Sterne noch anders gestalten wollt, dann malt sie am besten an, bevor ihr sie an die Girlande dran klebt. Und wie gesagt, lasst euch mit der Heißklebepistole von euren Eltern helfen. So, ich bin jetzt fertig mit dem Aufkleben und habe hier meine Girlande. Je nachdem, wie groß ihr eure Sterne gemacht habt und wie viele bei euch rausgekommen sind, reichen die vielleicht auch noch für eine zweite Girlande. Bei mir ist das jetzt der Fall. Ich habe hier noch genug übrig, um noch eine zweite zu machen oder vielleicht auch zwei kurze noch zu machen. Genau. Das war es dann jetzt auch. Wenn eure Girlande fertig ist, lasst den Heißkleber richtig trocknen und dann könnt ihr die schon irgendwo aufhängen, vielleicht auch als Baumschmuck oder einfach um euer Zimmer zu verschönern. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen, das nachzumachen und wünsche euch ganz viel Spaß dabei.